Guten Tag, 100 Tage Rot-Rot, wir ziehen Bilanz. Mein Name ist Tore Stein, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion. Herzlich willkommen im ländlichen Raum von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ein kleiner Sturmschaden, den es aufzuarbeiten gilt. Und das ist doch charakteristisch für den ländlichen Raum. Die Menschen hier, wir wissen noch, wie man selber anpackt. Und das Letzte, was wir brauchen, ist eine Bevormundungspolitik aus Schwerin oder Berlin. Und vor diesem Hintergrund werden wir als AfD-Fraktion auch das Klimaschutzgesetz von Minister Backhaus, wo es geht, angreifen und bekämpfen. Denn es ist nichts anderes als eine Kampfansage an den ländlichen Raum und seine Menschen. Und es bedroht den kleinen Wohlstand, den sich die Menschen hier in den letzten 30 Jahren hart erarbeitet haben. Ja, hallo. Wir befinden uns jetzt hier auf den Schienen der Südbahn, einem politischen Dauerthema, wie man leider feststellen muss. Die Südbahn ist die Lebensader des öffentlichen Nahverkehrs im südlichen Mecklenburg. Bisher hat es keine der Regierungsparteien, weder SPD noch CDU, geschafft, diese Bahn adäquat so auszugestalten, dass sie den Menschen hier im ländlichen Raum auch wirklich etwas hinsichtlich der Mobilität bringt. Die Linke, die dieses Thema gerne wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat, ist jetzt in Verantwortung und wir erwarten, dass sich hier in den nächsten Jahren auch nachhaltig etwas zum Guten verändert. Prägend für den ländlichen Raum ist natürlich die Landwirtschaft und gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine zeichnet sich ja ab, wie wichtig die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit Lebensmitteln aus regionaler, aus heimischer Produktion ist. Und vor diesem Hintergrund fordern wir insbesondere Minister Backhaus auf, sich dessen bewusst zu werden, dass er nicht nur Umwelt- und Naturschutzminister ist, sondern eben auch Minister für Landwirtschaft.